Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica mit mir Felix. In dieser Folge habe ich einiges mit euch vor. Ich hoffe zumindest, dass wir es in dieser Folge schaffen. Aber erstmal würde ich sagen, upgraden wir noch ein paar Sachen. Und zwar habe ich schon alles vorbereitet hier im Inventar. Weil ich mal kurz, ob ich wirklich aufnehme. Ja, sieht gut aus. Habe ich noch einiges vorbereitet, um da halt die Upgrades einfach fließend machen zu können, ohne dass ihr jetzt mein ewiges Hin- und Hergerenne wieder ertragen müsst. Das allererste, was wir machen, ist nämlich hier die Schwimmflosse. Erstmal die normale. Und dann können wir jetzt hier unten die modifizierten Schwimmflossen mal ausprobieren. Und zwar die mit der Ladefunktion. Einfach mal testweise ausprobieren. Wie gut, schlecht die halt sind. Ziehen wir gleich mal an. Hier statt die ultra-gleitfähigen haben wir jetzt die anderen halt an. Man erkennt irgendwie keinen Unterschied. Dann haben wir noch ein paar Erweiterungen für Krebs und. Na, WK-Seemöwe. Ach ja, wo ich gerade das Becken hier sehe, ne? Da hinten sind all unsere Glubschauer heißen die, glaube ich. Bis auf die zwei, die ich jetzt neu reingesetzt habe, gefressen worden, weil so ein kleines, eklige Piranha-Dings da, was wir eigentlich in dem Becken drin hatten, dort drüben geladen wurde und einfach alle aufgefressen hat. Ja. Ich war da nämlich ein paar Pilze holen, damit wir halt die ganzen Salzsäuren und so weiter herstellen können, die wir hier für die Erweiterung brauchen. Ja, war letztendlich Kacke. So, erstmal hier, Wärmemodul für den Krebs. Und dasselbe machen wir jetzt auch nochmal. Ne, ist nicht der Krebs. Dasselbe machen wir jetzt auch nochmal für oben. Ach, hier haben wir schon ganz viele Module drin. Na, kann ich ja nicht. Na, ich muss eigentlich dafür einsteigen, stimmt ja. Lademodul, Akkumodul, was ist das für ein Akkumodul? Das ist, glaube ich, Tiefmodul, brauchen wir auf alle Fälle Sprung. Ja, ich glaube, dann nehmen wir den Lader. Oh, ist eigentlich Kacke. Oder ich behalte es einfach mal im Inventar, wenn wir mit dem Krebs unterwegs sind. Und wenn wir dann mal zum Aufladen kommen, da packe ich den rein. Also packe ich das dann einfach da rein. Ups. Aber noch viel wichtiger als das Krebslademodul ist das Wärmedingsreaktormodul hier für die Zyklopen. Aber dann können wir nämlich auch endlich da unten an diesen komischen Geysiren unter Wasser oder kleinen Mini-Vulkan oder was das sein soll. Damals. Auch tanken. Energie tanken. Oh, 800. Oh, das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen sehr wenig. Gucken wir mal. Ach, Torpedos können wir auch gleich nochmal drei nachfüllen. Waren ja auch so einige bei Flöten gegangen. Nehmen wir einfach mal einen ganzen Arsch voll mit. Die sind alle voll. Okay. 95, 88, 95. Warum die halt so leicht angekratzt sind, das ist halt ein bisschen doof. Wäre halt gut, wenn eine komplett runtergehen würde. 0, 100, 24. Okay, dann tauschen wir die hier aus. Und tauschen wir die hier aus. Ja, dann können wir nochmal unten schnell ins Lademodul einbringen. Nein, das wollte ich gar nicht. Nein! Oh, nee! Kacke. Das wollte ich definitiv nicht. Ich wollte eigentlich damit. Gucken, ob wir sie mal schaffen. Sprung! Oh ne, schade. Hoch da. Dann bauen wir hier mal kurz die zwei Dinger hier ein. 24 und 0. Genau. Kann das mal vor sich hinladen. Ah ja, jetzt können wir mal kurz gucken. Der Akku ist jetzt bei 93. Ich schwimme jetzt mal mit dem Teil hier hin und her. Ob sich der Akku auflädt. 93. Passiert irgendwie nicht viel. Aber vielleicht ist der Verbrauch dadurch gestoppt. Also, dass wenn es bei 100 wäre, es bei 100 bleiben würde. Ich kann allein nur mutmaßen. So, haben wir noch irgendwas im Inventar, was wir nicht brauchen? Ganz viel. Torpedos haben wir zum Beispiel. Ja, die muss ich hier. Wobei, Doppel-Linksklick macht das ja diesmal hier auch. Na, nicht Torpedo. Ich lese Torpedo und klicke trotzdem drauf. Und die können dann alle hier wieder reingepackt werden. Bis auf einer, die behalten wir mal. Einfach nur sicherheitshalber im Inventar. Bei Ausrüstung können wir die Schwimmflossen reinpacken. Und was ist das hier? Strahlungshelm brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht. Können wir auch einfach da reinpacken. Eigentlich brauchen wir auch dieses Modul hier nicht im Inventar die ganze Zeit rumschleppen. Und das brauchen wir erstmal auch noch nicht. Wobei das nehme ich mit, weil das könnten wir unter Wasser dann, also wenn wir da bei diesen Lava-Gedöns sind, wirklich gebrauchen. So. Noch schnell was futtern, ne? Ich will ja nicht sterben oder sowas.
Und keine Sorge, ich erspare euch die Reise dann gleich. Das heißt, ihr müsst dann nicht zugucken, wie ich dann 10 Kilometer hier rumtucker wieder mit der Zyklop. Was ich aber mal machen würde, wäre vielleicht mir den Eingang markieren. Also dafür nochmal so eine kleine Boje da bauen. Ach scheiße, jetzt habe ich alle Sachen dafür rausgepackt. Das war ein bisschen blöd von mir. Gut, das mache ich aber dann offscreen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich wieder, wenn wir uns da wieder am Eingang befinden. Zu. Oder am Eingang, wenn ich die Boje aussetze. Ja, ich gucke einfach mal. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss. Habt ihr das gesehen gerade? Was war das denn? Nehme ich gerade auf? Also das war, glaube ich, der Grund, warum das gerade nicht geklappt hatte. Weil ich gerade rausgetappt bin und auf Aufnahme gedrückt hatte, dass ich rausgefallen bin aus meinem Schiff. Nehme ich auf? Nehme ich auf, sehr gut. Das, ja. Ne? Warum nicht? Ja, an und jetzt aber bitte leise, weil da hinten ist wieder so ein Dicker. Auch gelernt hatte, war das hier mal zu nutzen, während man fährt. Ja, das kann man nämlich sehen. Ah, hier geht man nicht runter. Hier können wir langsam absinken. Da können wir jetzt mal ein bisschen anfangen zu drehen. Drehen, 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 drehen. Okay, hat noch nicht viel gebracht, das Drehen. Habe zu früh gedreht. Scheiße. Da müssen wir runter. Da ist die Boje. Hier gehen wir schon mal runter. Drehen schon mal. Guck mal, ob es mit dem Arsch klappt. Arsch klappt super. Jetzt sind wir noch runter. Schon mal drehen. Ah, das ist gut gemacht. Dass man dann mit der Kamera, also dass man die Kamera benutzen kann, während man fährt. Eigentlich ist es fast schon angenehmer mit der Kamera. Ich muss halt nur 10.000 Mal nachsetzen nochmal. Letztlich hätte leider nicht was oben passiert. Ja, da müssen wir jetzt so gucken wieder. Aber wir sind drin. Die Boje haben wir, also Signalboje haben wir auch passiert. Sehr gut. Ich ziehe schon hoch. So ein bisschen. So, ich glaube, jetzt arbeite ich dann gleich sehr viel mit der Signalboje, wollte ich gerade sagen, mit der Dingens. Sehr komischen anderen Kamera. Zuallererst, speichern wir mal. Weil das hat geklappt. Hey! Boje, sage ich immer. Mann, warum denn Boje? So, gehen wir mal runter. Können wir uns hier erlauben an der Stelle? Seht ihr, ich muss hier immer wieder mit der Maus nachsitzen. Deswegen immer dieser kleine Zwischenstopp da. Also tief nach unten wie möglich. Das hat die Arschkamera, könnte man sagen. Weil hier sehe ich genau, was unter uns passiert. Ja, da sollten wir eigentlich problemlos drüber kommen. Kommen wir. Sehr gut. Ja, kommen wir noch ein bisschen runter hier. Wobei hinten muss ich aufpassen mit dem Arsch. Können wir wieder gucken. Arsch. Ja, Arsch ist gut. Oh, Fische. Was schreckt denn dann nicht? Na, hier müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht, ob das wirklich schon als Gelände gilt oder ob das einfach nur erstmal grafisch nur vorhanden ist, aber halt nicht physisch. Na, müssen wir aufpassen. Müssen wir mal ausprobieren, ob man da durchschwimmen kann oder nicht. Aber nicht jetzt. Müssen wir mal wieder oben reingucken. Ah, seht ihr, deswegen müssen wir jetzt oben reingucken. Ja, so. Sollte eigentlich klappen, theoretisch. Hat auch geklappt, theoretisch. Und nicht runtergehen. So. Es ist hier feinjustieren, das gibt's gar nicht. Geht eigentlich die Energie schon hoch, weil es hier auch relativ warm ist? Nee. Also bis ganz nach vorne ranfahren, mehr oder weniger, und dann nur noch runter. Mal die Kamera angucken, ob es hinten gut aussieht. Ne, sieht gar nicht gut aus. Sieht immer noch nicht gut aus. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt können wir runter. Ups, da kommt eine Plattform von uns. Von der eigenen Plattform hängen geblieben. Ja, mega spannend, ich weiß. Aber ich finde es cool. Da sind wir dann wieder in den Tiefen des Meeres. Da waren wir eigentlich schon vorher, aber in der.
Kann man die Innenbeleuchtung irgendwie mal ausmachen? Würde mich sehr freuen. Innenbeleuchtung mal aus hier. Dankeschön. Und jetzt haben wir so einen krassen Kontrast von außen innen. Jetzt habe ich einfach nichts sehen. Okay, jetzt ist immer noch scheiße mit dem Teil da. Also mit dem Rausfliegen fand ich lustig. Ich stand da einfach nur hier vorne, bin dann rausgetappt, um halt Aufnahme zu starten. Ich habe dafür auch einen Hotkey, aber kann sein, dass das manchmal nicht funktioniert. Deswegen gehe ich immer noch auf ganz Nummer sicher, mache es dann lieber per Knöpfchen drücken aufs entsprechende Feld. Ja, und dann fliege ich einfach raus und schiebe plötzlich oben und falle ins Nichts. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich falle richtig tief und sterbe dann irgendwie an Fallschaden, wobei ich glaube, Fallschaden ist in dem Spiel gar nicht drin, oder? Weil es gibt ja eigentlich keine Stelle im Spiel, wo man wirklich fallen kann. Gut, aber wobei diesmal könnten wir, glaube ich, wirklich. Okay, das möchte ich jetzt ausprobieren. Da vorne kommt jetzt dieser Geysir, wie heißt es? Unterwasservulkan. Smoker heißen die irgendwie so. Stellen wir uns mal gleich daneben. Stellen wir die Maschine kurz aus. Ich will nur gucken, ob es funktioniert. Maschine aus. Ja, 96. Geil. Wir kriegen hier wieder Energie dazu. Gerade eben hatten wir 95, jetzt haben wir 96. Und das klappte sogar, während die Maschine an war. Ja, 97. Sehr schön. Könntest du gucken, mal wieder ein bisschen schneller fahren? Schwimmen, fahren, tauchen? Was sagt man dazu? Ich glaube, man sagt trotzdem, U-Boot fährt recht schnell, ein U-Boot schwimmt recht schnell. Aber ich sage immer fahren, aber bin mir da nie sicher. Ja, was wir heute machen, das habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Ich habe nur gesagt, ich habe einiges vor, aber ich habe nicht gesagt, was ich vor. Oh, la 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 la. Mein Fehler, sorry. Ne, und zwar, erkunden wir heute das Lava-Biom noch ein bisschen weiter, weil, um da nämlich die Ionen-Energiezelle, heißt es, glaube ich, zu kriegen, brauchen wir erstmal die Ionen-Batterie. Und die finden wir halt, also die Blaupause dafür finden wir halt nur in der Lava-Biome. An einer ganz bestimmten Stelle, die ich bisher noch nicht spoilern möchte, weil ich habe mich ja gespoilert. Ein bisschen. Ne, man muss immer noch sagen, es ist anders, wenn man selber spielt und ein Let's Play macht. Ne, wenn ich selber spielen würde, ich würde halt, glaube ich, nie nachgucken und einfach nur alles so immer wieder laden, dann wieder nicht laden, dann wieder laden. Dann klappt mal was, dann klappt wieder nichts, dann lade ich wieder. Wisst ihr, so ungefähr würde ich das, glaube ich, dann spielen. Wieso schwimme ich eigentlich hier so tief? Ich würde es irgendwie mal aufladen. Vielleicht lädt es ja sogar hier auf. Oh, 99, Tatsache. Ist ja warm genug, müsste aufladen. Sehr schön. So, jetzt nochmal nahrungsmitteltechnisch hier ein bisschen auf den Damm bringen, damit wir nicht gleich sterben, ne? Kennt man ja. Leckt gerade ein bisschen hier, also was soll das denn jetzt hier? Also, na, zwei müssen wir nochmal essen, zwei müssen wir nochmal ernten. Nein! Oh! Kann ich hier wieder eine ganze reinsetzen? Ja, geht. Wow, what? Warum brauchen die so viel Platz? Na, und die futtern wir. Wärmemodul habe ich jetzt dabei oder nicht? Habe ich gerade nicht gesehen, habe ich dabei. Sehr schön. Ausgeschaltet hatte ich da auch alles, soweit ich weiß. Ich tauche extra nicht weiter, aus dem Grund, dass ich Angst habe vor diesem fetten Vieh, was da irgendwo ist. Deswegen machen wir das jetzt einfach mit dem Krebs wieder. Und er ist ja annähernd gleich schnell, würde ich fast sagen. Wenn ich mir das hier so angucke. Hier brauchen wir die Energieeffizienzgeschichte auch nicht mehr, wenn wir sowieso schon den Wärmereaktor drin haben, oder? So rein theoretisch. Weil hier unten. Ja, doch, eigentlich ist es. Eigentlich stimmt das, was ich sage. Das ist Energieeffizienz, ne? Maschineneffizienz. Genau, oder halt den Frachtraum verringern. Ich glaube, Energieeffizienz ist besser, wenn wir das rausnehmen. Ups, nein, weil ich würde tatsächlich mal einsteigen. Dann kriegen wir jetzt hier mehr Energie. Tatsache, funktioniert. Das mache ich immer noch mal schnell. Zack.
Habe übrigens auch die ganzen. Hallo? Er läuft nicht mehr. Irgendwie ist es am Boden gebackt. Alles klar. Spiel ist fertig. Alles gar kein Problem. Ist ja hier die Energie rein, Tür. Und lol, wir sind ja wirklich an der Tieftauchgrenze. Jetzt könnte man sogar das Tiefmodul 3 bauen, wenn ich mich nicht irre. Weil wir ja jetzt Kyanit haben. 51 Grad herrschen hier unten. Angenehme Badetemperatur, würde ich meinen. Letztes Mal war es hier irgendwie heller, kann das sein? Ah, okay, jetzt wird es langsam heller. Da war der andere Ausgang, oder? Das war jetzt, glaube ich, nicht unserer. War Boje 1, ne, das ist Boje 2, da sind wir jetzt rein. Ups. Ich habe mir überlegt, hier unten vielleicht mal eine Base zu bauen. Erstens einfach nur, weil ich es kann. Zweitens, weil ich Bock drauf hätte. Drittens. Erstens und zweitens. Weil es halt einfach irgendwie richtig cool wäre. Da oben sieht man so ganz leicht irgendwie. Sieht aus wie so diese Brücke bei. Ups, nicht du. Da, ich weiß nicht, ob man das auf YouTube sieht. Es sieht aus wie diese zerbrochene Brücke bei Herr der Ringe in Moria, wo der Balrog mit Gandalf runtergefallen ist. Was ist das denn? So ganz fischig. Dann ist der Pyramid. Hier sind ganz viele Fische, die wir richtig gerne scannen können. Oh. Oh. Das gucke ich mir doch eher an. Richtig gerne scannen können, was labert ich manchmal? Das ist ja nicht mal Deutsch. Ich dachte gerade, er ist abgehoben. Und dann kommen wir ran hier. Gucken wir uns gleich mal an. Ach, das wird auch noch zu dem. Können wir das ja auch noch scannen? Den fetten Uranklumpen. Na, die schön fetten. Nee. Oh, ich glaube, da müssen wir sogar hin. Da, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und zwar war es so ein riesiges, ja man könnte Lava-Festung zu sagen, ich weiß gar nicht, ob die wirklich so heißt. Aber die sah ungefähr so aus und da sollte irgendwo ein Eingang zu sein. Den Eingang, den suchen wir jetzt. Wäre lustig, wenn wir den Instant gefunden hätten. Da sieht man leider nicht. Wie geht's denn da hin? Ah, ist sehr laberig, aber nicht viel für. Oh Gott, wo geht's da denn hin? Können wir hier lang oder verbrutzeln wir hier? Wir verbrutzeln hier, alles klar. Dann gehen wir wieder zurück, ich hab vergessen, Wasser mitzunehmen, was ich eigentlich mitnehmen wollte. So typisch für mich wieder. Eigentlich ganz gut vorbereitet, aber dann doch nicht. Weil ich es vergessen habe mitzunehmen. Quenit haben wir dort. Ja, wir suchen den Eingang hier zu diesem riesigen Lava-Gedöns, oder? Na, da habe ich mich mal nicht spoilern lassen. Geht's da rein? Oh, guck mal, hier sieht es sehr, sehr, sehr laberig aus. Also, ich glaube, das ist hier so der Hauptteil von dem Ding hier. Und mit dem Teil haben wir garantiert auch bald zu tun. Ja, das ist 100 Pro hier, dieses Hauptteil. Wir entfernen uns ja jetzt hier wieder davon. Das ist, glaube ich, nicht zielstrebig, was ich hier mache, aber zielführend. Wir stecken immer wieder fest mit dem Teil. Das ist ein bisschen nervig. Ich kann es vielleicht gar nicht nachvollziehen. Aber manchmal drücke ich halt nach vorne und es passiert einfach nichts. Okay, hier laufen wir aber in die falsche Richtung. Aber hier können wir auch richtig schöne Base reinbauen, ne? Mit so mit Wärmereaktor und all sowas. Was passiert hier gerade? Der war es definitiv nicht, was hier gerade so den Lärm gemacht hat. Er war es von da oben. Vielleicht war es der da, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Alter, sieht ja geil aus. Eigentlich kann ich höher gucken. Sieht schon krass aus, das Vieh.
Aber jetzt fühle ich mich ja noch unsicherer. Ich wollte da. Ja, da wird es uns wahrscheinlich nicht zu leicht machen, hier reinzukommen. Strich, strich raus. Und unser Wasser neigt sich auch langsam wieder zum dem Ende. Verdammt, ey. Habe ich gespeichert? Sollte ich jetzt nochmal speichern? Möchte ich jetzt nochmal speichern? Piss dich, Junge. Geh weg. Ich rasier dich. Mann, ja. Okay, er ist jetzt gerade da hinten unterwegs. Das heißt, wir können uns hier mal umgucken. Komm, YOLO, wir gehen einfach mal ganz nach oben. Also ist nicht so spektakulär, wie ich es erwartet hätte, ehrlich gesagt, hier oben. Also hinten schwimmt er. Holy shit. Das ist so ein Hesslohn. Ja, das ist das, wo wir rein hin müssen. Aber am Fuße sollte es ja, glaube ich, sein, was wir suchen. Fuße dieser riesigen Smoker-Festung. Den hatten wir, glaube ich, erforscht. Jetzt kommen wir genau daraus, wo wir gerade eben sozusagen waren. Glaube ich. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich gehe davon aus. Boah, da. Es kribbelt schon so ein bisschen im Rücken, wenn ich hier runterfalle. Also, das ist Gold? Das ist Gold. Gold können wir eigentlich echt mal mitnehmen, weil Gold brauchen wir echt. Das können wir auf dem Heimweg machen. Jetzt haben wir eben mal wichtigere Sachen zu tun. Oder ich gehe mal zwischen den Folgen einfach. Oh, hier sieht aus wie Eingang. Hier sieht aus wie Eingang. Na, das kostet fast gar nichts. Da Eingang. Auch nicht. Hey Freunde. Ich bin nur auf der Durchreise. Alles gut. Nee, nee, komm, du willst mich gar nicht angreifen. Was war das denn? Hä? Er ist weg. Da oben ist so ein Ekelpaket. Ja, von und zu einfach nur ein Ekelpaket. Nicht da in die Lava. Wenn ich das jetzt nicht finden sollte, werde ich auf alle Fälle mal nachgoogeln, wo der Eingang jetzt ist. Echt? The fuck? Einfach nein, Junge! Mach ihn fertig! Den haben wir! Den bohr ich weg! Lebe ich noch? Ich lebe noch. Alter! Holy shit! What the fuck? Tiefseemonster-Angriff! Jetzt habe ich so ein Ding mit dran kleben, ne? Ja. Ich hab mal weggebracht. Unbeschadet. Sag's ja, wenn man sich am Fuß des am Fuß des Berges, ja, aber wenn man sich am Grund des Meeres aufhält. Da will ich nicht runter, weil das ist, glaube ich, nicht gut. Damit jetzt nicht, ich brauche dieses Tiefenmodul, um da runter zu kommen, weil dann tilte ich komplett aus dem Leben. Ja, ist ja gut. Ruhig bleiben. Psch. Okay, ich bin nochmal weg, DE. Kann ich, du weißt doch, ich schmeck dir nicht. Guck mal, ich bin nur aus Eisen. Ne? Das gefällt dir eh nicht. Ich weiß doch, was du magst. Ja, weiß ich doch. Ach scheiße, dieses tiefe Loch sah schon nach dem Eingang aus. Wenn es bitte nicht so das tiefe Loch war, dann cutte ich das raus, bis ich dieses scheiß Tiefenmodul habe und dann komme ich nochmal wieder. Aber ich will nicht nochmal hin und her fahren. Ich glaube, dann lade ich sogar nochmal neu. Bevor ich da runtergehe. Oder habe ich gerade gespeichert? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, es wird 100 Pro dieses Loch sein. Da ist noch einer. Oder ist es derselbe, der nur schnell rumgeschwommen ist? Ja, hier sind wir jetzt wieder am Anfang.
Könntest du das so machen? Vielleicht bin ich ja richtig krass. Wir könnten Titan abbauen, eine Plattform wieder hinstellen. Das ist Nickel. Titan. Wo haben wir denn Titan? Das ist, glaube ich, gar nicht eine schlechte Idee. Wenn wir da schnell Titan abbauen und es einfach eine Base hin. Also so ein. Wobei, ich glaube, der Rohling reicht ja schon, oder? Da haben wir Titan. Egal, wir gehen auch nochmal sicher. Wir nehmen jetzt Titan mit. Dann gehen wir nochmal zu diesem Loch rüber. Bauen uns eine Plattform in der Höhe, wo es geht. Ich hoffe nämlich, dass wir nicht dieses 300 Meter Mark knacken müssen. Ich glaube, wir sind auch schon für eine Plattform. Dafür war das ja gar nicht. Mal ran hier. So. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte jetzt eigentlich aussteigen. Wasser ist jetzt auch auf die Hälfte inzwischen runter. Puh. Das ist eigentlich ziemlich kacke gerade alles. Dass ich vergesse, Wasser mitzunehmen, ist halt echt tiltend. Ich sollte es eigentlich mit dem Sauerstoff schaffen. Weiß ich gerade nicht. Folgendermaßen. Ich speichere jetzt hier. Zur Not muss ich halt zurückfahren. Ich speichere jetzt hier. Ja, speichern, los. So, würde mich jetzt verabschieden und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier Wasser geholt habe. Ne? Bis gleich. Ja, genau. Hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin wieder zurück. Ihr habt nachgeguckt. Ja, ich weiß, also wir waren sehr nah dran. Aber halt, wie ich mich kenne. Was sich auch wieder bestätigt hat, bin ich blind. Ja? Wir waren scheinbar auf der richtigen Seite. Jetzt finde ich die Burg nicht mal mehr wieder. Die heißt Lava Castle übrigens. Oder irgendwie sowas, falls jemand nachgoogeln möchte, wie das Ding heißt. Wo ist denn das jetzt? Da ist es. Oder? Doch, da ist das. Und zwar, soweit ich weiß, müssen wir noch ein bisschen in die Richtung da. Ne, da oben ist doch der Eingang schon. Das stellt das auf, was ich laber. Den kann man auch noch nicht, den Kollegen hier. Scheint ein Verwandter von den Rochen, die wir schon kennen, zu sein. Ja, geht auch, da ist der Eingang. Wir waren halt wirklich in der Nähe. Also der Kompass muss nach Nordosten zeigen, dann findet ihr ihn automatisch, wenn er aus dem Eingangsgedöns da kommt. Nehme ich auf? Ich hoffe. Ich nehme auf, natürlich. Dann gehen wir mal rein. Das gute Stück, was ist das? Kreaturenei einsammeln. Na, das machen wir auf alle Fälle mal. Hat jemand nicht. Ruhig bleiben, ja? Mann, 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 immer diese Nachbarn hier. Ah, mal tiefer. Natürlich versuche mich nicht zu spoilern. Also habe ich nur. Ich habe wirklich nur mir Bilder angucken, wo der Eingang ist. Also ich wollte es zumindest, habe aber nichts gefunden gehabt. Was habe ich gemacht? Habe mir einen YouTube-Kanal angeguckt. Ich hatte gar nicht mehr von wem, sollte ich jetzt hier einmal grüßen. War jetzt so ein Guide, wie man da hinkommt am besten. Und da müssen wir rein, genau. Denn hier drin. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Okay, das ist egal. Jetzt einfach. Wo können wir landen? Da können wir einmal landen. Aber wir müssen uns immer umgucken und den Eingang finden. Also ich glaube, ich schlecht ist, ist was ich glaube, ich schlecht ist. Was ich glaube, ich schlecht fände, wäre, wenn wir in die Lava fallen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so praktisch. Ich glaube, es geht da besser. Dann gehen wir mal hoch. Ja, ist doch gut. Ganz ruhig. So, da oben ist der Eingang. Perfekt. Versuche ich. Soll ich da gleich rein zu schwimmen? Nee, komm. Das ist so ein einzelnes Böppelchen, was man einfach einsammeln kann. Das ist auch. Nimm mal mit. Ich meine, wenn es da liegt. Dann wir speichern das nochmal. Hab halt auch gegessen nochmal, ne? Also, dass unsere Vitalfunktion wieder so gut wie möglich voll ist. Und ich habe jetzt nochmal ordentlich Wasserfutter zu trinken mitgenommen. Und den Titan habe ich trotzdem hier behalten, falls wir wirklich mal irgendwie Problemchen haben.
den Krebs irgendwo hin zu gelangen. Aber das sieht ganz gut aus. So, okay, diesen Sprungmodul nicht rausgenommen. Komm hoch, 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 hoch. Boah. Ist hier Sauerstoff? Hier, Sauerstoff. Lol. Okay. Ich habe mein glühendes Messer. Qua, qua. Mein grüner Minika. What? Das ist viel von dem Zeug. So läuft es halt mit dem. Okay, das scheint auf Alpha noch in Betrieb zu sein, das Teil hier. Das kann man doch gar nicht hier scannen, so ein Riesenhaufen Ionenwürfel. Abbau dieser Ressource ist ein spezieller. Oh, das kann man mit dem Dings da abbauen. Hier ist nochmal ein Portal. Ionenwürfel einsetzen. Alles klar. Hm, wo kriegen wir denn Ionenwürfel her? Hm. Das machen wir jetzt noch nicht. Wir gucken uns immer weiter. Maschinchen. Lila Tafel einsetzen. Was ist denn dahinter? Fällt der da gerade runter? Leute, ist er gerade runtergefallen. Bist du freundlich? Du Freund oder Feind? Fremder Roboter. Lesen wir uns in der Base durch. Oder in der nächsten. Wow. Du bist freundlich, oder? Ja, siehst aber nicht so freundlich aus. Aber irgendwie sieht es auch süß aus. Ja, wir ignorieren dich mal getrost. Gut, erstmal hat er keine Ausdaueranzeige. Okay, jetzt der nächste Eingang, Ausgang, wie auch immer. Kommen wir da hin? Keine Ahnung. Outplay. Aha. Okay, eigentlich wollte uns gar nichts Böses. Da ist der Robby. Da ist das Portal. Das erkunden wir nochmal ein bisschen genauer. Weil nicht, dass hier irgendwie eine Kiste ist. Der wird hier scheint nicht viel zu sein. Hier ein Ionenwürfel. Bin echt gespannt, wo wir hier rauskommen. Ah, vielleicht da bei dem anderen Eingang. In der Salz, in der Säurelache. Dass wir sozusagen gleich einen Instant-Teleporter hierher haben. Da finde ich immer hier runter latschen müssen. Mit der. Oh. Bist du kaputt? Nee, aber du machst nichts. Okay. Was ja bei Robotern letztendlich das gleiche ist. Wenn sie nichts machen, sind sie meistens kaputt. Bin bereit, mich zu verteidigen. Oh, what? Wo geht's denn dahin? Okay, ich glaube, das nehmen wir jetzt nochmal durch. Was ist das denn? Okay, unwichtig. Daten aus Scan. Fremder Roboter, können wir auch mal durchlesen. Dieses Gerät ist ist fremden Ursprungs, obwohl sein Design relativ einfach ist. Erstens Zweck. Oh Gott. Eine niedrige Bedrohung. Fortschritt. La 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 la. Fremde Einrichtungen zu überwachen und beschädigte Infrastruktur zu reparieren, als Eindringer abzuwehren. Okay, also der ist nur Wartungsroboter letztendlich. Trotz ihres schlichten Designs ist die Konstruktion in ihrem minimalen bla 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 Beurteilung. Bewertung. Okay. Jetzt aber, was ist denn wirklich einheimisch schlimm vor? Warum nicht? Hä, hey, das war's doch nicht. Was ist denn unser Datenscan jetzt? Datendownloads. Datendownloads. Betriebscodes. Hier irgendwas? Nein, hä? Einheimische Lebensform. Korallen wahrscheinlich ja nicht, oder? Feuerkoralle. Ne, es interessiert kein Schwein. Gott, hier könnt ihr euch durchlesen. Tiere, Aasfresser und Parasiten. Amöbie interessiert auch kein. Lavalarven braucht auch kein Schwein. Pflanzenfresser, Geisterrochen. Super interessant. Wirbelfisch. Na, super. Heißen Umgebung angepasst, was darauf hindeutet, dass dieses Tier durch fremden Einfluss in diese aktive Laberzone gezwungen wurde. Spuren von Muskelbewegungen sind immer noch an den Knochen vorhanden, daher muss dieses Exemplar erst vor einigen Monaten gestorben sein.
Verbrennung an einem Schädel, er wurde vielleicht von etwas Größerem erbeutet. Okay. Ja, okay. Was kann das wohl sein? Grippeproben. Diese Vitrine enthält eine Reihe von Brustkörben. Okay. Die einheimischen Lebensformen entnommen wurden. In diesem Fall gibt es. Hä? Wo? Von wann kommt das jetzt? Egal. Während einige dieser Skelette mit Organismen übereinstimmen, die bereits auf den Planeten angetroffen wurden, können die meisten nicht mit Sicherheit zugeordnet werden, was darauf hinweist, dass es entweder noch unentdeckte Arten gibt oder was, was, nee, oder dass sie ausgestorben sind, seitdem die Proben gesammelt wurden. Das ist nur dieses fette Vieh. Ja, wow, dann haben wir jetzt irgendwelche Daten bekommen, aber ich weiß nicht welche. Da haben wir jetzt hier Ionenwürfel freigeschaltet. Ionenbatterie. Das ist ja bei Elektronik dann wahrscheinlich sein. Hier ist es nicht. Stand es dran? Bin ich einfach wieder zu unfähig, irgendwas richtig zu sehen? Ich meine, passiert auch mir mal, ne? Also. Ich höre gerade, wie lange die Folge geht. Ich versuche hier noch ein bisschen rumzueiern und dann würde ich sowieso die Folge, glaube ich, mal beenden. Daten herunterladen. Ja, hat ja super geklappt mit dem Herunterladen. Was brauchen wir hier? Auch eine lila Tafel, na super. Hier haben wir auf alle Fälle schon mal einen Ionenwürfel. Mit dem Ionenwürfel können wir oben das Portal aktivieren. Hä? Mega Grafikbug gerade gewesen, alles klar. Wenn ich mal kurz mache, ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme, einfach nur falls der Rechner abschmiert, weil ich habe gerade ein ungutes Gefühl und starte sofort wieder. So, da bin ich wieder. Und es hat nicht geklappt mit dem Plus, was ich eigentlich als Hotkey habe. Ja, er steht wieder. Welcome aboard, Captain. Wir nehmen hier einen Ionenwurf einfach mit, weil wir es können. Lustig, dass man hier so eine hochentwickelte Kultur findet. Was macht man? Erstmal deren Reserven abbauen. Ich weiß nicht, mitnehmen, sondern abbauen. Als ob du mal mit einer Spitzhacke hingehst in so einen Aztekentempel, erstmal das Gold aus der Wand klopfst. So eine Besucher hätte ich gerne. Nicht, nein, bitte nicht. Auf alle Fälle werden wir ordentlich mit Ionenwürfeln versorgt. Take it. Ich hoffe, mich draufsetzen, Mann. Zump. Soll ich einen Arsch sein und sagen, was uns. Nee, komm, sowas mache ich nicht. Ich speichern mal. Gehen wir jetzt einfach mal rein. Puh, kann das mal schneller gehen, bitte? Und fügt sich neu zusammen, ich spüre es. Oh, mein Verstand wird an einen neuen Körper, an einer neuen Stelle gebunden. Oh. Hä, es passiert irgendwie nichts. Hallo. Ach, verlassen, Mittel, das Mausrad. Nee, nein, jetzt bin ich aus meinem Krebs ausgestiegen, was? Oh. Hi. Wir haben woanders gelandet. Also, wer hätte es gedacht? Wow. Dankeschön. Bitte, bitte klatschen jetzt in Ihre Hände. Hallo? Hallo? Ups. Black? Hallo? Oh, was ist das denn hier? Ich wurde verarscht. Hier war schon jemand.
Ah, Singapur, ja, wir sind jetzt ganz nah bei dem anderen. Ist es jetzt hier? Weil wir hatten da ja auch eine Tür gesehen gehabt. Da bin ich ja nicht reingegangen, weil ich ja erstmal vor dem Vieh flüchten musste. Ihr wisst, was ich meine, oder? Letztens war da in der letzten Folge. Doch, in der letzten Folge war das. Beim Rückweg war da so ein riesiger. Alter, wie hoch das hier einfach noch geht. Oh, was ist das denn? Alter, ui. Knarre will ich haben. Bitte sofort. Oh, er springt automatisch auf das Neueste und ich bin von irgendwas weggesprungen. Fremdartiges Gewehr. Aufgrund seiner starken Ähnlichkeit mit menschlichen Waffentechnik muss dieses Gerät in Anlehnung an einen humanoiden Benutzer entworfen worden sein. Es ist unklar, ob die Fremden, die es konstruiert haben, selbst humanoid waren oder Humanoide für sich arbeiten ließen. Fest steht, dass sie die Verteidigung dieser Einrichtung als notwendig Vorsichtsmaßnahme betrachteten. Das Gewehr kann nicht ohne weiteres aus dem Behälter entnommen werden. Nun schlage ich heute gegen. Moment. Na, klappt nicht. Ich habe mein Bestes getan. Aber wir. Boah, ich bin gerade erschreckt vor dem. Alter. Ja, wieso sind die Anzeigen so groß? War noch nie so groß. Geh mal weg. Humanoide mit Gewehren. Weiß nicht, wie lang die Folge schon geht. Hier ist ein Sockel, wo nix draufsteht. Deswegen singe ich weiter dieses Lied und droppe jetzt den Beat. Ne, keine Ahnung. Na, schon wieder Zerstörer. Moin! Ruhig bleiben. Aha, du kriegst mich nicht. Haha, du kriegst mich nicht. Ah, bum. Nein, hat Spaß. Weil bei meinem Glück hätte ich jetzt echt erwartet, dass irgendwie das Glas bricht und der Zerstörer rauskommt und mich einfach wegsprengt. Den ganzen Planeten, glaube ich, auch. So war das ja. Oh, krieg hier eine Tafel. Hallo? Dann halt nicht. Geht halt nicht mal auf. Sagt mir ja nicht mal, dass ich hier eine Tafel brauche. Kraftfeldsteuerung stand da dran. Kraftfeld, was für ein Kraftfeld? Ich bin ein Humanoider. Hallo. Weiß nicht, ob das eine gute Idee war. War, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Hilfe! Hilfe! Komm ich nicht hoch! Hilfe! Hilfe! Hä? Warum teleportiert mich mal ein bisschen nach unten? Ich glaube, ich habe jetzt wirklich ein Problem. Hä? Da lang hüpfen. Macht nicht, was ich sage. Hüpf! Scheiße. Ja, ich habe jetzt wirklich, glaube ich, ein Problem. Hier hinten komme ich hoch. Oh, Gott sei Dank. Die haben einen dummen Spieler wie mich gedacht. Dankeschön. Aber wenn hier eine Treppe ist, dann gucke ich auch auf der anderen Seite nochmal nach. Wenn ich das hier irgendwie hinter eine Tafel. Alter, es rödelt hier ganz schön, also es hakt mega. Grafikkarte sagt aber von wegen Hitze nicht vorhanden. Weiter. Ich muss irgendwas anderes in die Hand nehmen. Ich mache einfach alles weg. Hallo. Es schliert aber ganz schön. Also, jetzt nicht mehr, aber es gibt immer wieder so ein Mikroruckler. Mikroruckler, der so 5 Sekunden geht. Dann geht's wieder. Oh nein, da werde ich auch wieder gepiekt, oder? Könnte es vorher scannen. Ne, ne, ich will scannen. Energiekern, aha. Man sieht nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Jetzt nochmal. Energiekern. Dieses Gerät enthält die Energiemenge einer 100 Megatonnen Atomexplosion, die durch die Einrichtung geleitet und auf Fahrzeuge über ihr
gerichtet oder mit Hilfe der Schwerkraft des Planeten so gekrümmt werden kann, dass Ziele im Orbit des Planeten getroffen werden. Die Energie wird durch die verbundene Konsole geleitet, sodass das Gerät bei Bedarf angeschaltet werden kann. Es läuft derzeit ohne Parameter, was darauf hinweist, dass es jedes Schiff innerhalb seiner Reichweite ins Visier nehmen wird. Oh, dann wissen wir, was passiert ist. Na dann klicken wir da mal rein. Was kann schon passieren, ne, seit dem letzten Mal, wo wir da reingeklickt hatten? Und dann sagt er wieder, infizierte Person. Ja, er sagt, denkt er sich jetzt auch gerade so. Ja, ei, aua. Ah, es tut so weh. Aber muss die Infektion loswerden? Ah, nicht schon wieder. Nein, das wollte ich gar nicht. Ja, dann darauf erstmal ein Schlückchen. Ne? Dann wird die Folge auch diesmal erstmal beenden. Ne? Dann haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Subnautica mit mir, Felix. Ciao!